An der Grenze zwischen Polen und Belarus ist die Lage weiter angespannt, wie diese Bilder zeigen, herausgegeben von den polnischen Behörden. Doch es könnte noch brenzliger werden. Die Regierung in Warschau bereitet sich derzeit auf die Ankunft vieler weiterer Migranten an der Grenze zu Belarus vor. Wir befürchten, dass es zu massiven Versuchen kommen wird, die Grenze zu unserem Land zu überwinden, so Stanislaw Sarin. Er spricht für die beteiligten polnischen Ministerien. Die Ereignisse an der Grenze scheinen noch engere Beziehungen zwischen Minsk und Moskau zu begünstigen. Der Machthaber in Belarus zumindest spricht sogar von familiären Banden. Ich habe Putin gesagt, du darfst jetzt nicht zurückschrecken, denn wenn es schwierig werden sollte, will ich sicher sein, dass ein älterer Bruder hinter mir steht, der nicht zulassen wird, dass ein kleiner Bruder beleidigt wird. Mehr brauchen wir nicht. Brüssel verhandelt derzeit auch mit der Regierung des Irak, von wo ein Großteil der Menschen stammt, die über Belarus an die Grenze zur EU kommen. Ein Sprecher des Außenministeriums in Bagdad. Es laufen Diskussionen mit unseren Partnern und Freunden in der EU. Wir unterstreichen dabei die Menschenrechte und fordern alle, die aus dem Irak stammen, auf, freiwillig zurückzukehren. Wir stellen dafür Flugzeuge der Iraqi Airways bereit. Am 15. November treffen sich die Außenminister der Europäischen Union. Der Themenkomplex EU, Belarus und Russland dürfte ganz oben auf der Agenda stehen.